Ja, liebe Leute, es geht los. Eine kleine Pause von viel von meiner Karriere gönne ich mir, allerdings nicht zu 100%, denn wie schon angekündigt, geht es heute los mit dem WM-Modus der WM 2002. Willkommen am wichtigsten Turnier der Welt. Allerdings nur sportlich gesehen. Ich glaube, ich habe da in der letzten Folge so gut gerne mal mein Statement abgegeben. Wir gehen auf jeden Fall rein. Das Spiel-Update ist heute endlich da. Und deswegen hüpfen wir mal rein in den WM-Modus. Ja, die Musik ist tatsächlich bewusst aus. Die habe ich nämlich ausgelassen. So, genau. Gehen wir rein. Wir werden natürlich nicht Frankreich nehmen, um Gottes Willen. Also was heißt um Gottes Willen? Und jeder für sich selber entscheiden. Wir werden natürlich mit Deutschland starten. Wenn es irgendwie möglich ist. Ansonsten müssen wir gucken, wenn wir uns picken. Wann wir dürfen. Da sind wir. Da sind wir. Ja, vierfacher Weltmeister 2014 in Brasilien, wäre natürlich nicht, mit dem legendären Halbfinalsieg gegen Brasilien mit 7 zu 1, sondern das 1 zu 0 durch Götze. Mach ihn, mach ihn, er macht ihn. Und das will die deutsche Nationalmannschaft natürlich auch in Katar jetzt in wenigen Wochen wiederholen. Und wir wollen es tatsächlich sogar schon mal simulieren. Ja, das, was ich übrigens eben gesagt habe, steht tatsächlich hier auch tatsächlich. So, gehen wir rein ins Match. Beziehungsweise nicht jetzt mit, sondern ins darf ich dann tatsächlich jetzt irgendwie was erstellen? Darf ich? Ne, Online-Turnier möchte ich nicht. Deutschland, England möchte ich auch nicht. Wir müssen jetzt tatsächlich ein eigenes Turnier erstellen, so ich das richtig sehe, oder? Ja, genau. Wir müssen uns tatsächlich ein eigenes Turnier erstellen. Und das machen wir auch so. Wir lassen tatsächlich alle Originalgruppen so, wie es ist. Wir bleiben natürlich in der Gruppe mit Spanien, Costa Rica und Japan. Und das ist. Achso, mindestens ein Team muss benutzergesteuert sein. Naja, das ist dann klar, dass wir das Deutschland nehmen, natürlich. Gut. Gehen wir rein, auf jeden Fall, ins Bett, ins Turnier. Mit dem ersten Spiel. Ich habe jetzt. Genau. Das war so, wie es ist. Speichern wir. Dann geht's. Erstes Spiel, das müsste, das darf doch gegen Costa Rica sein, ne? Erstes Spiel. Nee, tatsächlich gegen Japan. Im Originalturnier ist es tatsächlich, ist es doch, glaube ich, gegen Costa Rica. Aber ist nicht schlimm. Der frei verletzt 6 Wochen Pause. Das heißt, der wird schon mal nicht treffen. Und wir werden tatsächlich versuchen, so weit wie möglich mit der Originalkader zu spielen. Wir dürfen leider nicht Leute noch rausnehmen und reinnehmen. Werner zum Beispiel ist nicht mit dabei. Dementsprechend müssen wir auf einen neuen Stürmer verpflichten. Wir werden ihn nicht im Turnier einsetzen. Warum? Klar. Wen haben wir denn so überhaupt? Volland. Als Alternative haben wir wirklich nur Volland dabei als Stürmer. Wenn ich jetzt nicht gerade. Vielleicht haben wir noch einen. Nee, Müller wird vorne. Beginn. Der darf also Stürmer spielen heute, Mittelstürmer spielen. Aber jetzt hinter. Sané, gut, okay, Gnabry. Ja, ich denke. So könnte man tatsächlich ins Turnier starten. Ob das tatsächlich am Ende der Fall wird, wissen wir noch nicht. Der großen Staff von Beginn an ran, nimmst dann mit Sané zusammen. Also voll habe ich schon voll ist ja auch nicht dabei, ne? Also tatsächlich so ganz zu 100%, wenn wir es nicht hinkriegen. Reus steht da nicht zu 100% fest. Wird es auch nicht an die Jemi. Puh, schwierig gerade so ein bisschen. Es ist schon schwierig gerade so ein bisschen. Klar, 80 Millionen Bundestrainer und ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich spielen soll. Ihr könnt gerne mal ein bisschen was schon, wie ihr spielen würdet. Deswegen, aber wir werden es so lassen. So, darf ich jetzt den Kader mal wie die Trikotnummern verpassen? Ah, das wäre natürlich super.
Ja, ich muss tatsächlich gucken, dass ich vielleicht sogar die ein oder andere Trikot nochmal verändere. Nee, darf ich nicht. Ah, okay. Okay, das wäre super gewesen, was hätte gedurft. Also ich könnte tatsächlich. Schade. Okay, dann gehen wir mal rein ins Match auf jeden Fall. Erstes Auftaktspiel gegen Japan. Das machen wir heute. Wir werden es jetzt Tag zu Tag, Tag für Tag eine Partie angucken. Wie gesagt, natürlich auch die Originalgruppen. Es sind übrigens zwei Stadien mit reingekommen. Aber das erste sehen wir tatsächlich ist Albeit-Stadion. Und ich glaube, da ist noch eins mit drin. Mal gucken. Gehen wir auf jeden Fall mal ins Match. Oder beziehungsweise in die Richtung des Matches. Wie gesagt, es werden noch, im Idealfall werden 7 Partien werden. Im schlimmsten Fall werden es nur 3. Es geht aber dann nahtlos an der nächsten, am nächsten Tag mit der Karriere mit Bayreuth weiter. Zum Aufstieg in die Richtung zweite Liga. Aber jetzt hat man gesagt, der Auftakt der Gruppe E für Das uns. erste Gruppenspiel bei dieser WM. Jetzt zählt nur noch die Leistung auf dem Rasen. Jetzt gilt's, es wird spannend. Gleich kann es hier losgehen. Hier im Albeit Stadium. Bleiben Sie dran. Willkommen im Albeit Stadium. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem heutigen Spiel. Auf den Kommentatorenplätzen haben wir immer Wolfuß und Frank Buschmann Platz genommen. Wir zeigen Ihnen heute das erste Gruppenspiel dieser Weltmeisterschaft. Deutschland gegen Japan. Ja. Die Stimmung im Stadion könnte kaum besser sein. WM-Gruppenspiel, es wird spannend, es wird sehr interessant. Das ist ein Duell, das einiges verspricht. So, ich habe natürlich, wie gesagt, ich habe da schon Musik aus, habe geht auf die Nationalhymnen aus. Eventuell müsstest du mal auf das, ich hoffe, dass es einen Streamer-Modus gibt. Ich gucke mir das in der nächsten Folge mal an. Das also wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Dann wird es ja, dann kann ich es versuchen, zumindest. Da sehen wir die heutige Aufstellung der deutschen Mannschaft. Im Tor ist Manuel Neuer, Antonio Rüdiger spielt mit Niklas Süle in der Abwehr. Serge Gnabry steht neben Leroy Sané auf dem Flügel und vorne drin. Ich habe mich wieder 2, der hat die 6 Thomas eigentlich. Müller. Also so 100% sind die Nummern natürlich nicht original. Ich hätte sie gerne geändert. Wir müssen es jetzt erstmal so oder dem, wie sie sind. Aber das sind tatsächlich die neuen WM-Heimtrikots. Wir werden uns dann auch mal die Auswärtstrikots angucken. Ich weiß nicht, wie, könnt ihr mal in die Kommentare drücken, wie ihr sie findet. Ich finde sie gar nicht so schlecht. Das sind die Japaner. Und so gehen sie heute in dieses Spiel. Ist schon eine undankbare Aufgabe, ne? Gegen solche Konterspezialisten anzutreten. Absolut, das machen sie immer wieder perfekt. Die finden immer wieder die Lücke. Du kannst sie noch so stark hinten einstellen, sie bekommen immer wieder ihre Chancen. Ja, dann, auf geht's. Match Jetzt Nummer 1 gegen erste WM Japan. Es ist doch nicht mal der. Sané. Es ist doch nicht mal der leichteste Gegner der Gruppe. Der meiner Meinung nach ist Costa Rica. Der schwerste wird natürlich Spanien sein. Deutschland bekommt hier den Vorteil. Ja, wir hatten die Trikots verschärfen sollen. Ja, wir jedenfalls die 2 spielen. Und Riesenchance. Was ist die Situation? Der erste Spieltag in dieser WM-Gruppe und das ist natürlich direkt gute Freistoßposition. Es gibt Freistoß. Handspiel, glaube ich. So, Freistoß Müller. Da ist jetzt einer rein. Ich nehme mal Kimmich mit als Freistoßschützen, der es, glaube ich, besser kann.
Guck mal drauf. Und das, der hat sich, glaube ich, gehabt, der Pieter. Und kann klären. Was macht er da? Völlig unbedrängt läuft er mit dem Ball ins Aus. Nicht so wirklich. Also wir haben zumindest die erste gute Chance gehabt, den Freistoß. Ich glaube, der war irgendwas mit Aluminium noch drin. Süle, naja. Wieder Süle. Goretzka. Sie unterstützen gut. Sané. Sané. Weiter gefährlich nach dieser Parade. Und Müller. Jetzt diese Riesenparade und dann ohne große Mühe. Er hat den Ball. Hat er wieder gezeigt, was er drauf hat. Rückhalt für die Mannschaft. Auf ihn ist Verlass. Sané. Na. Ja. Müller kommt nicht hin. Das sieht durchaus vielversprechend aus. So, die Chance jetzt. Oh, und Neuer. Neuer. Immer noch gefährlich. Die Gefahr hat den jetzt mit dem Müll nachfassen. Aber die Parade davor, die war klasse. Und jetzt wissen sie, bei wem sie sich bedanken dürfen. Auf dem Flügel wäre Platz für Serge Gnabry. Da ist Sané in der Mitte. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Da muss es Freistoß gegen Deutschland geben. Ja, es gibt für Japan Freistoß. Richtig, eigentlich. War okay. Ich denke, es war wieder ein Handspiel. Also, guten Viertel der Partie ist rum und etwas mehr zum Viertel der Partie ist rum. Es ist noch gar nichts passiert. Er hat natürlich die eine oder andere Chance, aber noch nichts Zählbares. Süle. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Japan ist ein ganz, ganz gefährlicher Gruppengegner. Das solltest du, tu dich nicht verlieren. Weil dann stehst du schon unter. Stehst im zweiten Gruppenspiel schon wieder unter Druck. Und wenn du dann das Ding gegen Spanien noch verlierst, für Spanien wird meiner Meinung nach der schwerste Gegner der Gruppe. Geht dazwischen. Lager Turbo. Kai Havertz. Ja, ha. Er passt auch. Gut aufgepasst. Und jetzt ein Schuss. Havertz. Da zeigt er sein Können. Puh. Neue gute Situation, einfach mal draufhalten. Oder sagt der japanische Keeper, nee, der geht nicht an mir vorbei. Ecke kommt in den 16er. Da fehlt die Konsequenz bei diesem Befreiungsschlag. 1-0. Unglaubliches Tor. Seinfalls hier. Ich glaube, Gabriel. Ja. Akrobatische Aktion. Was für ein Treffer. Sané, so, Entschuldigung. Tja, Sie können zunächst klären. Wir sind hier nochmal in der Wiederholung. Aber das ist nicht konsequent genug. Und Sané sieht, dass da die kleine Lücke ist und dann nutzt er sie. Ja, vielleicht der kommende Weltmeister? Fragezeichen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Havertz, ja, der Aladdin. Verteidiger gut stehen, das Havertz immer noch. Ball soll zu Sané. Naja. Da ist das Pressing. Und Havertz 2-0. Sie ziehen davon unaufhaltsam, gleich der nächste Treffer. Und damit sind sie nun mit zwei Toren vorne. Sie hatten natürlich die Chance, diese Szene zu unterbinden, aber ja, dieser Befreiungsschlag ist zu schwach. Und dann darfst du dich nicht wundern, wenn der Treffer fällt. Das war dann schon eher eine Einladung. Jo. Das
2-0. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir denen das für die schon mal schlagen. Und jetzt Costa Rica wird keine Laufkundschaft haben. Läuft es natürlich für sie. Kai Havertz. Erstes Wärmtor natürlich, klar. Hoff mal. Ecke kommt in die Mitte. Muss Freistoß für die deutsche Mannschaft. Ja, könnte man noch gelb geben wegen taktischer Foul, weil es war eine Kontersituation. Aber Schiri gibt nur Verwarnung. Ermahnung. So. Großes. Schön durchgesetzt. Er dribbelt in die Mitte. 3-0 Müller, nein. Er schießt sofort, aber trifft nicht. Schade, aber super eingesetzt in der Szene. Ja. Linder vorbei. Wenn die Spanier das Spiel gegen Costa Rica verlieren, könnten wir tatsächlich sogar die Spanier schießen, aber naja, ist es noch nichts passiert. Es ist Pause hier im Al-Bayt Stadium. Der erste Durchgang ist zu Ende. Wir sehen es hier, der macht eine richtig gute Partie. Er hat sein Tor schon gemacht und ist auch ansonsten im. So, Marokko, Kroatien 0-0. Und wir gehen rein in die zweite Halbzeit. WM-Gruppenspiel Nummer 1. Los geht's mit Durchgang 2. Havertz. Ja, schönes Ding. Vielleicht geht jetzt was für Deutschland. 3-0. Wunderbar. Direkt nach der Pause dürfen wir schon den Japanern so ein bisschen den Zahn gezogen. Gerade auch in diesen Spielsituationen. Nochmal die Wiederholung des Tors. Da kommt zunächst die Flanke und dann ist er natürlich da. Unnachahmlich. Ja, da war aber gar keiner. Den Ball behauptet und dann auch das Auge. Da war gar keiner in der Nähe. Keine Chance für den Keeper, der wirklich gut gehalten hat, muss man sagen. Der zwei, drei Dinger rausgeholt hat. Und an dem Ding ist er quasi mehr oder weniger machtlos. Es geht weiter, die deutsche Mannschaft mit 3 vorne. Minamino. Viel Platz jetzt auf außen. Oh, und jetzt der Zug nach innen. Elfmeter. Das muss ein Elfmeter sein. Die Schiedsrichterin gibt hier Elfmeter, verzichtet aber auf eine Verwarnung. Ja, es ist der Fitter. Ein bisschen überraschend, denn das hätte mindestens eine gelbe, die rote Karte. Nee, gelb wäre okay gewesen, wenn er gepfiffen hätte. So, neuer Elfmeterkiller oder was? Und bringt vielleicht die Japaner sich wieder so ein bisschen wieder rein in die Partie. Sie verwandelt den Strafstoß. Ja, 1-3, Minamino. Ehemaliger Liverpooler. Das werden wir wohl noch häufiger sehen. Ein toller Elfmeter. Einfach mal den Panenka-Lupfer ausgepackt. Na, da sehen wir es nochmal. Ja, das ist clever. Aber auch nur, wenn es funktioniert. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3-1. So, es gibt jetzt den Freistoß. Ich hatte auf Einwurf jetzt getippt. Sané. Ball ja. Erstmal. Es gibt Handspiel. Freistoß und das könnte jetzt ist es gerade ein bisschen zerfahren. So, darf Kimmich noch mal ran? Nee, Sané, ne? Jetzt. Sané ist ja eher der Linksfuß. Hat er jetzt... Super na! Ich krieg's doch nicht hin mit den Freistößen. Mit der Ecke könnte es gefährlich werden. Ah, der war nicht schlecht, ne? Das war schon der zweite ganz gefährliche Freistoß. Kimmich, Ecke. Kimmich führt aus. Situation ja, noch nicht. Sané. Damit sind sie also nicht durchgekommen. Den Ball erobert, da macht sich der hohe Druck bezahlt. So, jetzt haben wir ihn. Jetzt mal weg. Gosens. Gosens, schön. Gosens. Gosens. Ball kommt in die Mitte. Kimmich! Klasse gemacht. Gar nicht einfach, denn der war wirklich gut.
Es gibt eine Ecke, eine gute Gelegenheit. Die bekommen den Ball nicht raus. Da muss es Freistoß gegen Deutschland geben. Gegen uns? Okay, doch jetzt für uns. Ja, das Problem ist halt, weiß der Trikot, dieser schwarze Streifen, das ist das Einzige, was ein bisschen hilft. Nichts. Einwurf für die deutsche Mannschaft. Sané mit dem Ballverlust. Naja, warten aber direkt wieder. Ja, das könnte was werden jetzt. Der Ball zu Müller. Chance zur Befreiung. Ball ist erstmal weg, sie machen zu. 66. Minute noch. Schiri! Hartes Einsteigen. So, gibt's die erste Gelbe? Fast durchgegriffen werden. Für diese Aktion gibt's hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung. Kurt Takura, der Gladbacher. Und da ich Schalke-Fan bin, kann ich sagen, das ist einer der schwersten Abgänge für uns. Den hätte ich so gerne behalten. So, Müller macht mal. Mauer steht exzellent, Ball abgeblockt. Ein bisschen zu tief. Kimmich. Gehalten war nicht einfach. Er muss sich lang machen, aber dann kommt er noch an diesen Ball. Ecke. Ecke kommt rein. Ja. Okay, doch nicht. Langsam wird's gefährlich. Schönes Dribbling. Kimmich. Der Ballverlust der deutschen Mannschaft. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Ja, Viertelstunde noch, es ist noch nichts passiert. Nichts weiter passiert. Gossens! Ecke. Ja, erstmal geklärt. Das ja, ich wollte nicht die Grätsche ansetzen. Deswegen, da war er schon wieder früh am Ball, als ich gedrückt hatte. So, wechseln wir mal durch. Musiala. Adeyemi und Raum. Oder darf ich 5? Ne, 5 darf ich nicht, ne? Ich weiß nicht, ob 5 Wechsel überhaupt möglich sind oder 3, wie es bei der WM sein wird. Ich habe jetzt tatsächlich nicht so gelesen, aber ich würde sagen 3. 36, 31, ja, ja. Und wie gesagt, ich hätte die Nummer gerne geändert. Ecke kommt ins Zentrum. Ah, das hätte gefährlich werden können. Der Ball gewinnt. 2-3. Okay, ich hatte so im Kopf nach dem 3-0 schon abgehakt. Itakura. Ja, nach dem Fehlpass war es fast abzusehen, dass dann Tor fallen würde. Abwehr unsortiert, ungeordnet. Nur noch 2-3. Der neue Spielstand lautet hier also 3-2. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Dieter. Muss Freistoß für die deutsche Mannschaft geben. Jetzt wird hier gewechselt. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Kamada. Ein Angriff ist noch drin. Jetzt oder nie. Sie können den Ausgleich schaffen. Es sind noch 6 Minuten, ne? Das Ding ist noch nicht. Einwurf. Ball wird abgefangen. Raum. Ball bleibt im Spiel, schöne Aktion. Ecke. Kurz vor Schluss, das könnte die Entscheidung werden. Ecke. Es gibt tatsächlich mehr Wechsel. Jetzt kommt der Es gibt Wechsel. Tatsächlich 5 Wechsel. Kimmich, Ecke. Kimmich führt aus. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Das und Endo! Holt sich die Kugel. Die Chance für den Konter. Das ist mehr als ordentlich vom Unparteiischen. 4 Minuten. 4 Minuten. Gnabry. Musiala. Ball wieder zu Serge Gnabry. Serge Gnabry, Musiala. Nicht die Entscheidung. Das hätte die Entscheidung sein müssen.
Und damit ist es das ganz knappe 3:2 nur. Der Sieg geht also am Ende an die Gastgeber. Knapper Sieg also am Ende, knapper geht's nicht. 3 Punkte am Ende. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Aber hat seine Tore gemacht. Starke Leistung heute. Aber wie gesagt, am Ende war es dann doch durchaus knapp. Wirklich verdient. Hauptsache die 3 Punkte sind erstmal Dach und Fach. Ecke kommt in 6. Da weiß ich nicht, muss mal gucken, wie die anderen Spiele ausgegangen sind. Wir haben unsere Punkte auf jeden Fall. So, Spanien hat gewonnen, das war eigentlich zu erwarten. Die haben 2-1 das ihr Spiel gegen Costa Rica gewonnen. Damit ist schon mal klar, dass die keiner von den beiden Favoriten, die Gruppenfavoriten, unter Druck steht. Nächster Gegner ist dann morgen um 14 Uhr Spanien.